als Vater aus Gotha weg musste und damit der Familiensitz in Gotha gefährdet war, wollte er, dass ich auch schon mit aufs Gymnasium gehe, in ein Landschulheim, in ein Internat, wo mein Bruder schon war. Das hat den, aber die im Internat, die nehmen nur jemanden auf, der schon im Gymnasium die Reife hat, der also in der im fünften Jahrgang ist. Ich habe aber, war noch am Ende der dritten Klasse. Da musste ich eine Aufnahmeprüfung machen. Und diese Aufnahmeprüfung, das amüsiert mich heute noch, da wurde ich also unter anderem gefragt, welche Länder grenzen an Deutschland? Holland, Belgien, Luxemburg, Frankreich und so weiter und so weiter. Da kam nach der Schweiz Italien. Das ist richtig, denn Italien grenzte, Österreich war schon vereinnahmt worden, war Teil Deutschlands. Italien. Aber es kam nach, nun hatte ich Deutschland, Italien und damals war in aller Munde alles ganz selbstverständlich, Japan. Dann habe ich also so in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht, Japan grenzt, muss ja irgendwo an Deutschland grenzen, mit dem sind wir doch Bündnispartner. Der Dreierpakt, der saß damals drin, heute weiß keiner mehr, deshalb muss ich ein bisschen ausführlicher sagen, das war der Pakt, der Deutschland groß und mächtig und zur Weltmacht machte, nämlich Deutschland, Italien, Japan. Und ist mir heute immer noch ein Rätsel, wie die eigentlich den Kontakt aufrechterhalten haben, auch in der gesamten Kriegszeit, auch als wir mit der Sowjetunion im Kriege lagen. Es sind ja Menschen hin und her gekommen, wenige, ganz wenige. Aber immerhin, es gab irgendwelche Kontaktmöglichkeiten rüber bis nach Japan. Also ich habe erklärt, Japan grenzt an Deutschland. Dass die Lehrer nicht also voller Grauen davongerannt sind und gesagt haben, der Schüler hat doch nie Schulreife, wundert mich. Aber vielleicht haben die auch geahnt, naja, so ein Fehler kann passieren. Ich bin aufgenommen worden.